Hallo zurück. So, mal gucken, was wir hier so auf die Reihe kriegen jetzt. Auf die Uhr gucken? Ja, gut. Fast schon wieder. Ich vergesse das jedes Mal. Oder fast jedes Mal. In der letzten Folge habe ich sie richtig gemacht. Da habe ich auch, glaube ich, eine Folge richtige Länge aufgenommen. Ausnahmsweise. So, jetzt mach mal hier. Lauf mal. So, jetzt sind hier schon wieder alle Kerzen an. Die waren jetzt auch wieder aus. Los, mach's aus. Spot brennt ja hell genug hier. Und aus. So, hier ist dieses Glockenseil. Da ist die Hose, wo wir nicht rankommen. Hier sind Kerzen, die ich nochmal auspuste. Vielleicht pusten wir jetzt einfach mal alle Kerzen aus, aber dann habe ich das Gefühl, oder dann denke ich, dass wir, wenn wir da wieder runtergehen, wieder alles anhaben, oder? Ach, nicht angucken. Was macht er? Los, jetzt so. So, aus. Auch auspusten. So, denn hier oben ist ja jetzt nichts. Dann gucken wir nochmal. Wo gehen wir denn jetzt rein? Wo gucken wir jetzt hier? Oder nee, wir müssen nochmal hier reingehen. Einfach. Da mit dem Horn nochmal. Mal sehen, ob er das gleiche sagt wie mit der Glocke. Ob wir die jetzt nochmal benutzen können oder nicht. Wir haben auch diese Noten. Und irgendwie da hinten diese Statue, dieses, da irgendwas sagt das da uns ja auch. Warte, wir nehmen mal die und. Ich will es nicht noch weiter verstopfen. Dann pusten. Das Horn ist jetzt frei, aber ich habe trotzdem nicht genug Puste. Verfluchte Asthma-Lunge. Dann können wir nicht. Warte mal, dann machen wir das nochmal so wie vorhin. Spot nochmal ein bisschen aufplustern. Ja, das geht jetzt auch nochmal, okay. Bläst du etwa schon wieder das Nebelhorn? Vielleicht müssen wir das oft genug machen. Hä? Nein, ich will doch mit. Spot, jetzt komm. Also, jetzt. Ah! Warum jetzt nicht? Oh, nervig so. Lieber nicht. Solange Bandu noch bei Ruben ist, kann ich ihm nicht die Schuld dafür in die Schuhe schieben. Okay, aber der. Hä? Naja. Jetzt sagt er das. Ach, haben wir irgendwas in. Und wo ist denn überhaupt das? Und so ein Rad haben wir hier auch nicht. Okay, die Kerzen sind noch aus. Also, ach so, hier unten ist so ein. Komm, einmal nochmal hier gucken. Ich will wieder. Vielleicht hat sich hier irgendwas getan. Vielleicht müssen wir irgendwo Feuer machen mit Spot oder so. So, ein Rad, wofür das wohl gut ist? Die ganzen Anzeigen gehen nicht. Sagt er hier immer das Gleiche? Sie sind aus. So lässt sich da gar nichts dran ablesen. Außer vielleicht, dass jede weitere Untersuchung Zeitverschwendung wäre. Ja, ja. Ich sollte jemanden fragen, der sich damit auskennt. Oder noch besser, ich ignoriere die Dinger einfach und konzentriere mich wieder auf meine Aufgabe. Sie sind aus. So okay. Aus. Da sagt er das Gleiche. Was ist, wenn wir hier Spot nehmen? Mal gucken. Hierbei kann mir Spot nicht helfen. Es hat weder mit Nahrungsaufnahme noch mit Zerstörung fremden Eigentums zu tun. Okay, na gut. Dann geht hier ja nichts mehr. Aber warum kommen wir nicht an die Hose? Halte durch, ich rette dich. Als Zündholz ist er vollkommen ungeeignet. Ich verstehe ja nun wirklich nicht viel von Musik, aber dass man einen Dirigentenstab nicht auf diese Weise benutzt, so viel weiß ich noch. Okay, also ist das. Brauchen wir echt diesen Stab da?
Und die Socke? Dafür bräuchte ich eher eine Art Musikinstrument. Okay, das, ja, da weiß ich jetzt noch nicht. Dann gucken wir mal hier hoch. Gehen wir nochmal hier in Bandos Hütte. Und schauen mal weiter. Ach, jetzt ist er wieder da. Ach, was. Er sieht betrübt aus. Nicht die talentloser Clown ist schuld am Weltuntergang Art von betrübt, aber naja, betrübt halt. Hallo nochmal. Ach du, schon wieder. Hast du das Nebelhorn geblasen? Ich habe ganz schön Ärger bekommen. Warum geht die Tür im Nebenraum denn nicht auf? Es ist eine mechanische Sicherheitstür. Das ist eine tolle Sache. Sie funktioniert mit Dampf und Zahnrädern. Verstehst du? Nicht ganz. Es ist auch kompliziert. Und hochmodern. Ich würde es dir ja zeigen. Aber leider sind die Zahnräder kaputt. Und der Dampf wurde von der Fabrik erzeugt, als sie noch lief. Also lässt sich die Tür gar nicht öffnen? Nein. Vorerst wohl nicht. Zu schade. Scheint ja ein dolles Ding zu sein. Was machen wir? Das mit den Vögeln wissen wir wegen einem früheren Job. Dann macht er vielleicht... Ich mach das nochmal. Es tut mir leid, sollte ich dir Probleme bereitet haben. Mach das nie wieder. Okay? Ich kann nichts versprechen, was ich ohnehin nicht halten kann. Sehr löblich. Nicht wahr? Wegen deiner früheren Jobs. Die gute alte Zeit. Was willst du wissen? Wie war das noch gleich mit dem Schreihaus? Was macht das ja? Das waren Zeiten. Immer, wenn Schiffe auf die Insel kamen, durfte ich das große Horn blasen. Tötere! Bando wacht über diesen See. Sein Ruf schallt bis Corona. Tötere! Tötere! Ja, diese Zeiten sind vorbei. Bestimmt müssen wir ihn da oben zur Weißglut bringen. Wie war das nochmal mit der Glocke? Ach, das waren Zeiten. Der Schall war über den ganzen See. Dong! Dong! Hört her, Bewohner des Sees! Bando sagt euch, es ist Mittagszeit! Legt euer Tagewerk beiseite! Nun wird gegessen! Dong! 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 Bando, noch eine weitere Störung und ich dreh durch! Aber das war ein... Wie Cedric sich gerade gefreut hat. Wie war das nochmal mit der Fabrik? Ach, das waren Zeiten. Ich hatte die schnellste Schaufel diesseits des Herbstwaldes. Es war das Allerschönste, in der Hitze des Hochofens Kohle zu schaufeln. Über mir der ohrenbetäubende Lärm der Perlenpresse. Bam! Boom! Sieh her, Mutter Natur! Hier wird mit Muskel und Maschinenkraft dein Meisterwerk übertroffen! Bando, ich warne dich! Nichts hält ewig. So, was nehmen wir denn? Irgendwie, ich will wissen, ich will, dass der da oben durchdreht. Könntest du nicht etwas Neues erlernen?
Was Neues? Klingt aufregend. Was denn? Was haben wir denn? Wir haben ihn ja schon mal... Geil! Du könntest zum Straßenbau gehen. Du könntest Trommler... Du könntest Opern singen, ja. Du könntest Opern singen. Warum eigentlich nicht? Ich habe das Aussehen und ich habe das Talent. Die Frauen lägen mir zu Füßen und die Männer beneideten mich. Ein Glas nach dem nächsten würde ich zersingen. Operngläser, Wassergläser. Ja, sogar die Kuppel des Firmaments würde ich einsingen. Bando, muss ich denn immer erst wütend werden? Banause. Denn hier nehmen wir das. Du könntest Trommler werden. Trommler? Ich wäre bestimmt ein sehr guter Trommler. Ich könnte die Pauke in einem Orchester spielen. Alle würde ich übertönen. Und die Cellisten bekämen meinen Schlägel zu spüren. Das Publikum würde johlen. Bando! Bando! Ich höre sie schon rufen. Bando! Bando! Gib endlich Ruhe! Weißt du was? Ich glaube, ich lasse es lieber bleiben. Ich glaube nicht, dass Ruben damit einverstanden wäre. Was denn noch? Dann nehmen wir das. Du könntest in den Straßenbau gehen. Die Idee ist nicht schlecht. Die Straßen müssten hier wirklich mal befestigt werden. Und wer könnte das besser als ich? Pflasterstein für Pflasterstein müsste in die Erde geschlagen werden. Bam! Bam! Hör her, Welt! Diese Insel hat schon bald eine neue Straße! Und der Straße wird eine Brücke folgen. Und nach der Brücke kommt ein Tunnel direkt nach Corona. Dann wird endlich wieder ein Straßenbaumeister das Land regieren. Ein Hoch auf Bando, den Straßenbaumeister. Hip! Hip! Hurra! Bando! Ich verliere allmählich die Geduld mit dir. Oh, oh, da ist wohl die Fantasie mit mir durchgegangen. Du könntest einen Zirkus aufmachen. Ich weiß nicht so recht. Wenn ich mir deinen Fummel so ansehe, ich will mich ungern zum Gespött der Leute machen. Du müsstest ja nicht unbedingt Clown werden. Stimmt. Ich könnte auch in die Löwendressur-Nummer. Oh Mann. Oh Mann, der dreht doch durch. Der Domteur hätte es sicher nicht einfach mit mir. Bando, noch ein Ton und du kommst wieder in die Kammer. Was zum Teufel ist denn dort los? Nichts, Ruben. Mir gehen die Ideen aus. Halb so schlimm. Ich hatte die Hoffnung ohnehin schon aufgegeben. Ja, diesen Effekt habe ich manchmal auf die Leute. So, was haben wir denn hier? Das hatten wir gerade, das auch. Ich muss Kalida finden. Die Welt geht sonst unter. Mach, was du denkst. Aber ich werde dir bestimmt nicht helfen. Ich will keinen Ärger. Und ich will auch nicht schuld sein, wenn großes Unglück über uns hereinbricht. Moment mal. Das will ich auch nicht. Dann lass Kalida schlafen. Dann nehmen wir was das sind das noch gleich für Vögel? Putzige Tierchen. Und sehr musikalisch. Sehr musikalisch. Ruben hat Angst, dass ihr Gesang Kalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch, dass Molachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht.
Verstehst du? Das Licht der Kerzen also. Ja, und das mit den Jobs, das hatten wir ja. Wegen deiner früheren Jobs. Die gute alte Was willst du wissen? Achso, okay. Ja, aber komm, das haben wir jetzt alles auch schon gemacht. Dann gehe ich lieber noch einmal kurz. Warte. Oder komm, das nochmal. Wie war das nochmal mit der Glocke? Ach, das waren Zeiten. Jeden Mittag, wenn es der Schall war über... Ich will nur das. Dong! Dong! Hört her, Bewohner des Sees! Bando sagt euch, es ist Mittagszeit! Legt euer Tagewerk beiseite! Nun wird gegessen! Dong! 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 Bando, noch eine weitere Störung und ich drehe durch! Ach, das sagt er ja die ganze Zeit scheiße. Das war einmal. Ja. Vergiss es. Schon passiert. Noch was? Nö, ne? Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich. Bando! Ruhe da unten! So, da haben wir hier. Komm, ich guck jetzt mal schnell nochmal hier hin. Geil, Fetzbock. Und hier ist doch... nö. Ich nehme ruhig nochmal das hier mit. Na gut, dann so belassen wir das erstmal hierbei. Wir machen dann das nächste Mal weiter. Dann sage ich erstmal Dankeschön fürs Reinschauen und schreibt nicht so viel. Bis dann, tschüss.